Kardinal Sodano stirbt nach Corona-Infektion. Er galt für viele Jahre als Chefdiplomat des Vatikans, hatte das zweithöchste Amt der katholischen Kirche inne. Nun ist Kardinal Angelo Sodano nach einer Corona-Erkrankung gestorben. Der langjährige Vatikan-Staatssekretär und mächtige Kardinal Angelo Sodano ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Das bestätigte der Heilige Stuhl. Sodano war von 1991 bis 2006 unter den Päpsten Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Staatssekretär und damit Chefdiplomat des Vatikans. Auf diesem Posten gilt man als Nummer zwei im Kirchenstaat, in den letzten Monaten vor dem Tod des geschwächten Johannes Paul II. War Sodano einer jener Kurienmänner, die die katholische Kirche de facto leiteten? Bis Ende 2019 und mehr als 14 Jahre lang war Sodano zudem als Dekan der Vorsitzende des Kardinalskollegiums. Damit hatte er das zweithöchste Amt in der katholischen Kirche inne. Sodano, geboren am 23. November 1927 in Isola d'Asti in der Region Piemont, war vor seiner Karriere in Rom lange päpstlicher Gesandter in Südamerika. Papst Franziskus bezeichnet Sodano in einem Schreiben unter anderem als angesehenen Mann der Kirche und liebenswerten Priester. Sodano starb am Freitagabend in Rom, nachdem er Anfang Mai nach einer Covid-Infektion in ein Krankenhaus eingeliefert worden war.